Ja, moin moin an alle, die gerade vor dem Handy, Laptop oder Fernseher sitzen. Macht's euch bequem und holt schon mal das Popcorn raus, denn jetzt folgt eine neue Sendung, MV Uncut. Das sind unsere Highlights, bitteschön. Das seht ihr heute. Hockey beim Schweriner SC und Dorfbums in Grabow. Ja, ich befinde mich heute hier im Schlossgarten und genieße quasi die Ruhe nach dem Sturm. Denn am Herrentag war hier ja so einiges los wieder mal. Im Mai wird generell ganz schön viel gefeiert, denn gerade erst war ja auch der Tanz in den Mai. Und da war ganz MV mal wieder ordentlich in Partystimmung. Was Robert und ich erlebt haben, das seht ihr jetzt. Ich bin heute mal wieder Party machen und zwar zum Tanz in den Mai. Und diesmal bin ich tatsächlich auch nicht alleine, sondern der Robert ist auch da. Hey Leute, wir feiern heute beim Dorfbums in Grabow und gute Mucke läuft hier schon mal. Und was hier sonst noch läuft, das zeigen wir euch jetzt. In den Mai tanzen konnte man am 30. April gefühlt in ganz MV. Und auch wenn man die Stadt Grabow vielleicht nicht unbedingt mit fetten Partys verbindet, fand hier eine der ausgelassensten Feiern in der ganzen Umgebung statt. Ob jung oder jung geblieben, beim sogenannten Dorfbums kamen alle auf ihre Kosten. Erzähl doch mal, wie seid ihr darauf gekommen, die Veranstaltung hier in Grabow zu machen? Ja, also wir haben eigentlich hin und her überlegt. Letztendlich ist Daniel darauf gekommen. Wir haben ja noch ein Nebenprojekt, das nennt sich Vögel mit Freunden. Und das ist ja schon so ein bisschen anrüchig und ja, in Anlehnung daran, früher haben alle Dorfbums gesagt, ja, hat Daniel den Vorschlag gebracht und fand es natürlich auch sofort gut. Ja, ich muss ergänzen nochmal zu sagen, ich bin ein alter Grauer, ich habe 18 Jahre in Grabow gelebt und der Rocco, der Betreiber hier von diesem Laden, hat uns dann halt gefragt, ob wir Bock darauf haben und haben wir gesagt, klar, machen wir. Waren gleich Feuer und Flamme und Christoph überreden war keine Kunst. Und was sagt ihr so zu den Grabowern, also so zum Publikum, warum kann man in Grabow gut feiern? Naja, ich kann ja jetzt ja nichts Negatives sagen, weil ich selber Grauer bin. Aber vom Prinzip her hast du halt wirklich ein bunt gemischtes Publikum. Die Leute nehmen es dankend an. Und ja, ich denke einfach, dass es das so ein bisschen Back to the Roots ist und die Leute einfach mit einer einfachen, ehrlichen Party auch schon zufrieden sind. Einfache Party? Von wegen. Es gab massig Specials, die das Partyherz höher schlagen lassen. Ob Welcome Shot, eine Fotowand am Eingang, Happy Hour Angebote oder Tanzspiele, bei denen der Gewinner eine Flasche Sekt aufs Haus bekommt, die Veranstalter Daniel und Christoph haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, um jeden Gast happy zu machen. Ja, und was macht man auf der Party als erstes? Man checkt schön die Getränkeliste aus. Auf jeden Fall. Als nächstes wird natürlich erstmal die Tanzfläche in Beschlag genommen. Denn was ist eine Party ohne gute Musik? Den Anfang machten die Jungs vom Jumpsocks DJ-Team. Die sorgten dafür, dass von Beginn an jeder Bock aufs Tanzen bekam. Wie man sehen kann, schön zum Aufwärmen der Leute, so ein bisschen Schlager, so ein bisschen deutsche Musik, das kommt immer am besten an für den Anfang, ne? Seid ihr denn zufrieden mit dem Publikum hier so in Grabow? Was sagst du, wie sind die so drauf? Ja, wie man sehen kann, wie gesagt, die Hütte ist jetzt schon um 11 voll, was ist relativ selten ist für die Uhrzeit, genau. Sag ich mal. Und auf die Uhr gucken, ist gerade mal, ne, 23 Uhr, da geht es auf vielen Partys erst los. Hier ist die Tanzfläche schon voll, also es kann eigentlich nur ein super Abend werden und wir freuen uns schon total darauf. Und weil es ja nicht umsonst in den Mai tanzen heißt, waren spätestens 0 Uhr auch die Letzten am Abgehen. Ein MV Uncut, gar nicht so unbekannter DJ, heizte dem Laden so richtig ein. Okay, jetzt bin ich hier gerade mit Dorfkind. Den kennen wir ja schon aus Hagenow, aus dem alten Beitrag. Sag mal, die Leute haben jetzt in den Mai getanzt, ne? Genau, ja. Können die Grabower denn auch richtig gut feiern? Auf jeden Fall, das sieht man ja auch schon hier, wie die abgehen, also es ist mega einfach hier.
schon cool. Und wie lange legst du jetzt hier noch auf heute? Ich mache das erste Set bis 0.45 Uhr und dann bin ich nochmal 2 bis 2.45 Uhr dran und dann, ja, gibst du mir auf die Fresse. Naja, auf die Fresse gab es im wahrsten Sinne des Wortes zum Glück nicht. Denn der erste Dorfbums im Schützenhaus Grabow verlief ohne weitere Zwischenfälle. Entspannte Leute, geile Mucke und Spaß für alle. Robert und ich sind echt begeistert. Ja, Robert, was sagst du so zu dem Abend? Ja, war eine richtig geile Feier, gute Musik und tolle Gäste, war Hammer. Ja, würde ich auch sagen, aber jetzt machen wir uns los, oder wie? Nee, ich würde sagen, wir gehen mal rein, oder was? Geht doch noch voll die Party ab. Ja, dann machen wir das. Ja, dann los. Los geht's. Wer noch ordentlich Power hatte, konnte sogar bis 5 Uhr morgens das Tanzbein schwingen. So, und wer jetzt Bock auf den nächsten Dorfbums bekommen hat, der wird nicht enttäuscht. Am 13. Oktober heißt es in Lübtheen wieder Dorfbums. Tanzen, feiern, knutschen. Und auch in Grabow geht am 30. Oktober ordentlich die Post ab. Also kommt lang, es lohnt sich. In unserem nächsten Beitrag geht es mal nicht ums Feiern, sondern es wird mal wieder sportlich. An welche Sportart denkt ihr eigentlich, wenn ihr Sportrasen, ein Ball und 11 Spieler pro Mannschaft hört? Ja klar, Hockey. I'm gonna fall back now, no. Alright, I'm taking on me, baby. Ein Ball, 11 gegen 11 Spieler und ein 1 Hektar großes Feld. Klingt wie Fußball, ist es aber nicht. Hier trainiert gerade die Männermannschaft des Schweriner SC Hockey. Mit zur Mannschaft gehört auch Eddie. Er ist Trainer für die Torwärter beim SSC. Ursprünglich ist er mit Eishockey groß geworden, als er jedoch nach Schwerin zog, suchte er vergeblich nach einer Eishalle. Daraufhin wechselte Eddie zum Hockey und ist seitdem beim Schweriner SC. Er weiß, als Hockeytorwart gehört viel mehr dazu, als nur so gut wie möglich den Kasten zu verdecken. Ich frag mich eigentlich quasi, was muss ein Torwart können? Und das ist viel Auge, Körper, Handkoordination zur gleichen Zeit. Also das Wichtigste, was ein Torwart im Auge haben muss, ist immer der Ball. Der Spieler ist erstmal völlig egal und das muss ein Torwart einfach lernen. Die Mannschaft spielt zum einen in der Hallensaison, zum anderen auch in der Feldsaison. Dafür gibt es die MV-Liga, aber auch die Hamburg-Liga. Im Vordergrund steht dabei aber nicht der Erfolg, sondern der Spaß am Spiel. In der ersten Mannschaft sind wir quasi insgesamt 25 bis 30 sogar gemeldet. Das sind alles durchgeknallte Kinder und Erwachsene, die gerne einen Ball um die Ohren bekommen. Das Besondere am Hockey ist die Koordination zwischen den Beinen und dem Schläger. Die Augen müssen überall sein und nur draufhauen, das ist ja nicht. Auch der SSC sucht stetig nach Nachwuchs. Wer also Lust bekommen hat, mal selber den Schläger zu schwingen, ist hier gerne willkommen. Jo, und das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge von MV Uncut. Wenn ihr Beitragsvorschläge, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch einfach auf Facebook. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter genießen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann!